Heute geht es darum, wem du besser nichts vom Trading erzählen solltest. Denn es kann sehr gefährlich sein, einfach jedem vom Trading zu erzählen, weil manchen Personen, denen du vom Trading erzählst, die wirken sich negativ auf deinen Trading-Erfolg aus. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, weil typische Kommentare können zum Beispiel sein: Oh, das ist ja mega unsicher und so weiter. Und das hilft dir eventuell nicht. Weil klar, am Anfang, da ist man euphorisch, man hat was Neues kennengelernt, man hat richtig Lust darauf und man möchte davon berichten, möchte davon erzählen, was Tolles man gefunden hat. Man sieht im Internet, wie erfolgreich andere Leute sind, was sie erreicht haben, wie geil das Trading ist und so weiter. Und man fühlt sich so wie in einer Goldgräberstimmung. Man hat richtig Bock, da durchzustarten und man hat richtig gute Gefühle dabei, da erfolgreich zu werden. Man weiß, ja, man schafft es und das ist so geil und man kann alle seine Probleme loswerden und so weiter. Man ist einfach voller Euphorie und das kann sehr, sehr gefährlich sein. Und was macht man dann, wenn man einfach begeistert ist, voller Euphorie ist und so weiter? Ja klar, man geht raus in die Welt, man erzählt seinen Freunden, was Geiles man da gefunden hat, wie viel Geld man da verdienen kann. Boah, ich kann da innerhalb einer Stunde so viel verdienen wie du den ganzen Monat und so weiter. Das ist mega krass und boah. Und ne, man ist einfach total auf der Euphoriewelle. Und natürlich möchte man davon berichten, ne? Was man da gefunden hat und so weiter. Das ist ja klar, man möchte davon erzählen und es fühlt sich gut an und man erzählt es jedem und jedem Hund und Kunst sozusagen. Und ja, nur die Gefahr, die man dabei oft nicht erkennt, die kommt halt dann im Nachhinein. Weil, was passiert denn dann? Freunde, Bekannte und so weiter, die fragen halt dann alle 2 Wochen, hey, wie läuft es denn gerade? Na, wenn du ihnen erzählt hast, was du an alles Großes erreichen kann, ja, sie fragen, hey, hast du schon dein Ferrari? Hey, bist du schon finanziell frei? Hey, wie schaut's aus? Wann wanderst du aus? Hey, ne, so, sie machen so Witze und so weiter, ne? So, und jetzt kommt das eigentliche Problem und zwar man hat so eine Art Gebäude aufgebaut. Ja, wie Trading eigentlich ist, man hat allen erzählt, so und so ist Trading, das habe ich erfahren. Und es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder es ist eben so oder man lügt sozusagen, wenn es eben nicht so ist. Ne, entweder man ist halt dann ehrlich und sagt, ja, es ist leider nicht so, muss ich das selber eingestehen, ist nicht einfach. Und im Endeffekt hat man sich das Problem dann halt selber geschaffen, diesen Erwartungswert. Und ja, und wenn es halt gerade bei Anfängern ist es ja so, dass es ja am Anfang halt wohl nicht unbedingt so gut läuft. Und dann gibt es halt eben nur 2 Möglichkeiten. Man lügt einfach und sagt, ja, wie toll das alles ist und was man schon erreicht hätte und so weiter. Oder man muss sich halt eingestehen und muss zurückrudern und muss erzählen, dass es nicht so toll läuft und so. Und dann fangen sie an, dich auszulachen oder so. Also kann passieren, ne? Also von daher muss man ganz klar aufpassen, okay, wem man davon erzählt. Und sie fangen an, dich auch davon zu hindern. Aber das ist ja, hast du doch gesagt, das ist so unsicher und so weiter. Aber ich hab doch gesagt, das sollst du nicht machen und so weiter. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Problem. Und zwar, es entsteht jetzt ein Druck von außen. Und dieser Druck von außen, den du dir selber aufgebaut hast, dadurch, dass du anderen alles erzählst und so euphorisch warst und so weiter und so eine Erwartungshaltung aufgebaut hast, dieser Druck von außen belastet wieder deine Emotionen und deinen Zustand im Trading. Das ist eben noch schwerer, weil du halt unter Zugzwang, du fühlst dich unter Zugzwang und dann läuft es nicht so gut und ja, und dann wirst du leichter, eher instabil in deinem Handel. Und das Resultat kann eben sein, dass du jetzt Freunden und Bekannten beweisen willst und zeigen willst, hey, dass du recht hattest, dass du es geschafft hast und so weiter. Und ja, jetzt bist du halt beim Handeln dann nicht mehr rational, du suchst deine Trades, du willst unbedingt der Gewinner sein und so weiter und das alles unter Druck. Und was passiert, das geht halt komplett nach hinten los. Also im Endeffekt, dieser Druck, den du dir selber aufgebaut hast, durch deine Erzählungen nach außen, belastet dein Handel extrem, weil du bist viel, viel mehr getrieben, Gewinne zu machen. Also mein Tipp ist,
Richte erst dann, egal wem, von Trading, wenn du profitabel bist. Also wenn du vielleicht mal ein Jahr profitabel bist. Und dann erzähle den anderen nicht von großen Träumen, die man vielleicht im Internet zu lesen bekommt, sondern erzähle von deinen Ergebnissen, das, was du jetzt eben selber erlebt hast. Ja, und erzähle, wie es wirklich ist und mehr nicht. Und wirklich erst, wenn du mal ein Jahr profitabel bist, weil leider ist es halt oft so, dass die anderen Leute das halt nicht verstehen und gerade mit Trading ist nicht unbedingt sinnvoll, das dann groß rauszuposaunen. Das kann man dann später noch machen. Okay, aber jetzt soll es noch darum gehen, wem kannst du denn vom Trading erzählen? Weil ich verstehe, es ist auch wichtig, sich auszutauschen, um sich weiterzuentwickeln, einfach von seiner Materie zu erzählen, ja, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen und so weiter. Also erzähle vom Trading nur Personen, die auch was mit dem Trading zu tun haben, die auch selber traden. Oder du kannst da auch Personen davon erzählen, die selber erfolgreiche Unternehmer sind, die schon selber was aufgebaut haben. Die haben auch da meistens Verständnis, dass du da was aufbauen willst, dass du da was erreichen willst und die helfen dir wirklich. Solchen Leuten kannst du auch davon erzählen. Und jetzt noch zum Schluss, wem du vom Trading schon erzählen solltest, auch wenn er nichts vom Trading zu tun hat. Und zwar, wenn du jetzt in einer Beziehung bist oder wenn du Kinder hast oder whatever, dann ist es schon wichtig, auch von deinem Partner davon einfach zu erzählen, ne, dass du einfach dich dafür etwas interessierst und einfach ganz ehrlich bist. Aber in dem Zusammenhang ist eben wichtig, nicht davon zu erzählen, was man da groß gewinnen kann und so weiter, sondern ganz ehrlich sein und riskiere da wirklich nur kleines Geld, das du auch wirklich verlieren kannst. Und dann wird dein Partner dafür auch Verständnis haben. Und zum Schluss, was mir noch eingefallen ist, erzähle nicht deinen Arbeitskollegen vom Trading und dass du irgendwie finanziell frei werden willst oder sonst irgendwas. Lass es einfach. Das hat überhaupt keinen Sinn. Du schneidest dir nur selber ins Fleisch. Weil was für zwei Möglichkeiten gibt es dann, wenn du es bei der Arbeit erzählst? Entweder sie haben dann Schadenfreude, wenn es nicht so gut läuft und so weiter. Oder wenn es halt läuft, dann kommt eben Neid und Gier und dann wird über, ja, und so Zeug, also das ist, oder dann erzählt es dem Chef und so weiter und ja, und sagen, wenn du mal müde bist, ja, der tradet ja nur und so, also das hat nur Nachteile für dich, deswegen lass es einfach, die brauchen es nicht wissen, das ist dein privates Ding, das musst du dem auch nicht sagen, wenn du keine Firma anmeldest oder so, das ist privat und das passt dann, genau. So, das soll es jetzt in diesem Video heute gewesen sein. Das waren jetzt die Punkte, wem du eben vom Trading nicht erzählen solltest und wem du vom Trading erzählen kannst und darfst. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf dem Erfolg zum Trader. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal hier unten rechts und aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Dann wünsche ich dir jetzt einen geilen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.